Ja, mal einen schönen guten Morgen an einem Montag. Mal ein kleines kurzes Update. Eigentlich ein persönliches. Geopolitisch merkt man, es passiert sehr viel in der Weltgeschichte, groß und klein. Wir bewegen sich natürlich auf den zweiten Lockdown zu, aber scheiß dich nicht an. Sag ich mal, ist meine Devise grundsätzlich. Was geht uns das an, was die offenbar machen? Wir müssen schauen, dass wir unsere eigenen Schäfchen im Trockenen behalten, das ist viel wichtiger. Gerade im zwischenmenschlichen Bereich werden wir momentan sehr stark getriggert. Auch von näheren Bekannten oder Verwandten. Freunde machen das grundsätzlich sowieso nicht. Das ist eine ganz natürliche Reaktion, was jetzt natürlich jetzt passiert, so im Großen wie im Kleinen. Und wie oft spülen wir selber eigentlich auch als erwachsene Menschen stille Post. Das heißt, wir haben irgendwelche Wortfetzen oder Taten beobachten wir, filtern sie durch unsere eigenen Filter, dann sie wieder in unseren eigenen kleinen, begrenzten Verstand dekodieren und wieder neu kodieren und geben es wieder gefiltert weiter. Und am Ende kommt ganz was anderes raus. Somit sollte man sehr vorsichtig sein, was man selber sagt über andere Menschen. Wir kennen meistens nicht die ganze Wahrheit, sondern nur kleine Facette davon. Gefährlich wird es, wenn wir Dinge hinausbesonnen und glauben, wir haben die Wahrheit, die Weise mit Löffels gefangen, getragen. Und darum gibt es einen alten Spruch aus der Bibel: Seid schnell zum Hören, langsam zum Sprechen, langsam zum Zuhören. Also wer zuhören ist oft viel besseres Geheimnis wie daherplaudern oder zutexten. Und das ist oft eine viel weisere Angelegenheit, um zu lernen. Und einfach, indem man einfach einmal ein stiller Beobachter ist und sehr langsam ist in der Be- und Verurteilung von Situationen.